So, ich habe mal gerade mal ganz kurz gelesen. Wir bleiben im Multiplayer. Ich habe mir die 200.000, die 400.000 aufgenommen, habe mir meinen Stützpunkt auch schon ausgebaut. Aber ich habe mir gedacht, den Rest machen wir dann doch zusammen. Dann will ich auch mal ausprobieren, ob der hier im Multiplayer denn wirklich, ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt noch online? Tja, schwer zu sagen. Weil ich glaube, ich war jetzt zu lange draußen, ne? Ah, weil ich hatte mich nämlich nicht ordentlich ausgeloggt. Ja, ich glaube, sonst wäre hier doch schon längst was, oder? Ich glaube, wenn ich rausfahre, ne, dann müsste doch bestimmt kommen. Oben in der Ecke offline in der Sonne. Nee, kommt nichts. Ich glaube, bin ich immer offline oder nicht? Ist auch egal. Ich mach mal Motor aus. Und ich würde sagen. Ach nee, ich muss ja hier mit Escape raus. So. Dann gehen wir mal LKW-Händler. Und ich glaube, ich habe mich. Mal, ist alles das gleiche. Wir können. War das jetzt hier? Ja. Ich glaube, ich habe mich für den hier entschieden. Weil. Mal durchgucken hier. Wo ist denn der größte? Das ist der größte. Ne? Ich meine, der sieht ja noch wirklich richtig schnellig aus. Sag mal, ist das nicht der Truck damals gewesen von Over the Top hier mit Stallone? Hatte der nicht so ein Ding? Weil der sieht ja wirklich total krass aus, oder? Ey, den könnte ich mir sogar noch leisten. Aber nein. Ich bin nicht so eine. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinsten an. Den kaufen wir uns. Ausführung ändern. Ich will natürlich. Aber ich glaube mal, einen Motor können wir da eigentlich nehmen, oder? Ja, ich würde sagen, einen anderen Motor nehmen wir gleich mit. Also hier Getriebe. Jetzt brauchen wir 22.000. 125.000, aber ich will meine Farbe haben. War das hier? Ich wechsle das immer. Hier war das. Ne? Ah, Kacke. Tor, wie war denn die Farbe jetzt? Auf jeden Fall war das die hier, ne? Und ich glaube, das war, hatte ich schwarz, ne? Ne. Rot? Ne. Ach, Kacke. Okay, ich würde sagen. Ich lasse das einfach erstmal so. Ist ja sowieso was für den Angestellten. Was ist das hier? Oh, Latüsch. Ach, ist egal. Brauchen wir nicht. So. Hier. Trotzdem vorfahren. Hä? Ach so, hier. 125.000. Meine Fresse. Oh, egal. Möchtest du den neuen LKW fahren? Nein. Los Angeles. Da rein. Okay. So, dann gehen wir hier raus. Dann besuchen wir die Arbeitsagentur. Dann nehmen wir. Weg ist viel, da wir da auch so oft durchfahren. So, dann suchen wir uns mal Yvonne. Ich kenne eine Yvonne. Ey, die heißt sogar Yvonne.
Fee. Ist ja geil. Das ist ja ein Zufall. Gut, die zwei haben wir. Ich würde ja trotzdem eher für die hier tendieren. 8,28 pro Meile. 8,28, einiges ist völlig egal. Aber obwohl, die hat 1,7, die hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ich glaube schon die. Ja, die hat hier. Okay, die nehme ich. Hallo. Und Los Angeles und auf diesem Auto. Okay. Tritt schon kürzer ein und kurz nach Ankunft Arbeit aufnehmen. Vorausgesetzt, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Aber natürlich, natürlich. Na, der sieht ja alles hier. So, nee, ich habe nämlich gelesen, wisst ihr was, ich immer weg zur Bank und mache 100.000 Euro zurückzahlen. Ich habe auch noch 135.000. Wie geht denn das hier eigentlich? Hier, den kann ich jetzt zurückzahlen, ne? Wie geht denn das? Ah, hier. Zurückzahlen. Okay, dann habe ich noch 75, und dann kann ich den auch zurückzahlen. So, dann habe ich jetzt noch. Oh, warte, 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 warte. 400.000 habe ich jetzt noch. Ja, okay. Unbenutzter Kreditrahmen. Achso, ja, den kann ich noch wieder aufnehmen, aber das mache ich nicht. So, ich habe jetzt 73.000 habe ich noch. Oder fahren wir doch das andere Auto? Ich würde sagen, eine Tour fahren wir. Was? Oder? Hm? Du? Hm? Was hast du? Okay. Nein, Quatsch. Was mache ich denn hier? Garagenmanagement, LKW-Management, der hier, ne? Ja. Den möchte ich jetzt fahren und zwar einsteigen. Okay. Ist die denn automatisch auf den anderen LKW jetzt hier, ne? Jo. Cool. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich mal dieses Ding. Und täglicher Profil, das ja, dann können wir ja sehen, ob dem nachher fährt. Ob sie und so, ne? So, Auftragsangebot, Frachtmarkt, hier sind wir und wir machen natürlich gleich eine lange Tour. 550, naja, das geht ja noch. Und die nehmen wir gleich an, wir brauchen Kohle. Mal sehen, was das für eine Geräusche macht. So. Ach, siehst du, ich hab da meine Garage noch gar nicht gesehen. Ja. Oh, geil. Oh, hört sich das krass an. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, ich behalte die hier, wa? Nee, nee. Ich will mein Wegelchen wieder haben. Aber ich glaube, so wie das aussieht, sind wir jetzt doch im Offline-Modus. Das wäre doof. Ist egal, aber ich mache jetzt diese Aufnahme erstmal. Vorher werde ich jetzt nicht. Vorher werde ich jetzt nicht die Aufnahme abbrechen jetzt hier, weil das ist ja jetzt Quatsch, wenn ich jetzt extra deswegen rausgehe. Bei meinem nächsten oh, ich habe sie sogar dran gedrückt. Bei meinem nächsten Schnitt mache ich das dann und dann. Ach, muss doch eigentlich im Chatfenster stehen, ne? Ja, da steht's. Away from the fucking remote. Aber das heißt, wenn man hier im Online-Modus spielt, darf man nicht kacken gehen, ne? Also wisst ihr, ne? Dann werdet ihr sofort rausgeschmissen. Also haltet eure, ne, immer schön kurz, dann. Jetzt habe ich gerade mal vorne hingeguckt. Ja, das ist scheiße, wenn man zwei Monitore hier hat. Dann lässt man sich, das ist wie, als wenn man aus dem Fenster guckt und da eine heiße Fahne sieht. Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Oder nehme ich das hier? Wir nehmen das hier, ne? Genau. Gleich ordentlich Kohle schieben.
dann müsste das doch jetzt eigentlich wieder knallen. Ah, was mache ich da? Knallt das dann eigentlich jetzt, wenn ich da jetzt gegenballe? Weil eigentlich ist es doch im Mehrspieler-Modus, ne? Das. Schöne Lenkradgeräusche. Multiplayer ist das doch eigentlich mit dem. Na. Na, ihr wisst schon. Ach so, was man da durch die Autos durch die Hänger durchfahren kann. Und so. Oh, dann kann ich ja, wenn mich hier keiner stört, kann ich hier voll Feuerwehr machen. Hm? Ja, ich würde sagen, da wir hier alleine sind, können wir ja mal richtig hier Feuer geben. Ich glaube, ich habe auch hier Geschwindigkeiten ausgeschaltet, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber hier kann man ja mal testen, was dieses Wegelchen hergibt. Was hat er für ein Horn? Ach nee. Hört sich ja genauso hässlich an. Naja, was soll's? Was soll's? Hauptsache die Motorklinge hören sich geil an. Ich glaube, hier war ich noch nie, ne? Nee, ich glaube, hier war ich noch nie. Ja, so, ich wollte noch weiter erzählen. Also, ich habe gelesen, es kommt zwar unten keine Laufschrift, jetzt hier beim GPS da unten, ach Quatsch, wegen meiner Angestellten, sondern sie fährt jetzt wohl irgendwie im Hintergrund, verdient auch Geld, aber das wird hier nicht angezeigt. Auch mein Kontostand bleibt so. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel Geld eingefahren hat und man fährt auf einen Rastplatz, also hier pennt und so, irgendwie glaube ich, so war das. Ah, ich hätte hier auch bleiben können. Und dann, wenn man wohl aufwacht, also wenn sozusagen man wieder neu ins Spiel kommt, irgendwie so, nehme ich mal an, dann wird das Geld dann dem Konto gut geschrieben. Na, dann kann man das auch sehen, dann sozusagen im Filmmanagement, dass sie Geld eingefahren haben. Nein, wir testen das. Ansonsten muss ich wohl öfter mal im Singleplayer spielen. Aber ich glaube, die verdienen wirklich Geld. Also ich weiß noch damals, ich weiß nicht, ob der schon mal erzählt hat, ich glaube, ne? Weil ich ja fast ein ganzes Jahr kein ETS gefahren bin. Und als ich mich dann wieder eingeloggt habe in meinem Multiplayer, hatte ich mir mal einen dreistelligen Millionenbetrag. Und aufgehört hatte ich mit, keine Ahnung, waren das 10, 20 Millionen oder so, also mehr hatte ich da noch gar nicht. Ja, und dann nach einem Jahr hatte ich dann einen dreistelligen Millionenbetrag bei jedem Hintergrund, weil ich hatte wirklich ziemlich viele Angestellte. Ich glaube, ich hatte sogar fast in jeder Stadt schon, weil ich habe das damals gespielt wie so ein Gaskranke, ETS, die erste Zeit. Deswegen hatte ich fast in jeder Stadt einen Angestellten. Und die haben natürlich ordentlich Kohle geschafft, dann wahrscheinlich sowieso aus. Na, wir testen es. Wir behalten das beim Auge da. 73.000. Ich denke mal, beim nächsten Parkplatz oder so kann man ja mal. Aber ich will mein Auto trotzdem wieder haben, alles. Beim nächsten Parkplatz können wir ja mal rauffahren, mal gucken, ob denn da immer noch steht. Auto steht. Aber eigentlich müsste sie ja, ne? Eigentlich müsste das ja noch so stehen, wenn das im Multiplayer erst funktioniert, wenn man dann wieder auf dem Parkplatz ist. Oder man müsste mal pennen, aber dann ist vielleicht mein Lieferung wieder zu spät. Ah, nee, ich will ja mein Geld haben. Dann ziehen wir lieber hier durch. Und dann. Aber wieso kann ich hier nicht schneller bis 65? Achso, Servus 55. Das ist eine Geisterhobelbahn hier. Jo, auch mit den Scheibenwischern haben sie ganz gut gelöst hier.
weil ich hatte letztens irgendwie ein Autorennspiel über irgendeinen Mann gesehen hier auf YouTube. Da war die Fischspur in der Scheibe sozusagen, also das Wasser, was weggewischt wurde, war größer als die Wischblätter waren. Also ich sag mal, wenn die Wischblätter jetzt als Beispiel mal hier gesehen, ich sag mal jetzt 20 cm lang sind oder 25 cm, sagen wir mal 25 cm, schätze ich mal jetzt hier so, ne? War die Wischspur auf den Scheiben aber 35 cm oder 30 cm. Also das sah natürlich total bekloppt aus. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Warum sollen die Wischspuren größer sein, wie die Scheiben hier sind? Das fand ich natürlich total, naja. Ja. Ich meine, auf sowas muss man auch achten. Oder was sagst du? Das muss doch, ne? Jetzt muss ich mich auch gar nicht mehr wiegen, ne? Obwohl das auch bestimmt spielintern kommt und das hat auch mit Multiplayer, glaube ich, nichts zu tun, oder? Das ist nicht. Sechsmal. Ja, was ich auch mitgekriegt habe hier, das ist, ich weiß nicht, ob das, das nur ein Fehler ist, ob das so gedacht ist, keine Ahnung. Die Meilenentfernung da wo man hin muss, die wird wohl hier nach Luftweg gemessen und nicht nach Straße. Weil bei der letzten Fahrt irgendwann, ich weiß nicht, bei Teil 22, 23 oder 20 oder 21, keine Ahnung, da habe ich nicht mitgekriegt, da bin ich gefahren, habe immer hingeguckt, und dann, ich sag mal jetzt, ne, so wie jetzt, wenn man jetzt runterzählt, 377, 376, 375, So, dann kam eine Kurve, also dann kam eine 90 Grad, einmal nach rechts, also hier abbiegen meine ich jetzt, ne? Nach rechts. Und dann ging es halt mal 363, 362, 361, 360. Also dann ging es schneller. Also das muss nach Luftlinie gehen und nicht nach Straße. Müsst ihr mal testen. Also ich habe es, wie gesagt, so das Gefühl gehabt. Das wird mal die Zahl schneller runterging als vorher. Naja, gut, ist ja eigentlich auch völlig egal. Man sollte sowieso nicht andauernd auf die Kilometer gucken, weil dafür geht es viel schneller. Das habe ich nämlich damals das Gefühl gehabt, ich musste oft nach Berlin gucken. Weil ich dann immer auf den Tacho geguckt habe. Ach Quatsch, auf den Tacho, was erzähle ich denn? Ich meine hier. Ja doch, na klar, auf dem Tacho auch. Die Kilometer, weiß ja halt ungefähr, ne, 200, weiß ich was, war das 220 von Berlin bis nach Rostock oder so in dem Dreh. Wenn ich sag mal alle Minuten hingeguckt habe, dann dachte ich immer, meine Fresse, ich war immer noch nicht weiter. Oh Gott, das waren ja gerade mal 2 Kilometer. Habe ich aber mich mehr oder weniger dazu gezwungen, da nicht hinzugucken. Und ich meine, das war damals wirklich ein Leichtsinn. Ich meine, jetzt bin ich. Ne? Und ich habe mich auch dazu gezwungen, nicht auf die Schilder rechts zu gucken hier, also Rostock so und so viele Kilometer, Rostock so und so viele Kilometer, ne? Und habe einfach bloß der Musik gelauscht im Radio oder was weiß ich, oder wenn ich mit jemand zusammengefahren bin, mich intensiv mit denen unterhalten. Wenn ich dann mal nach einer ganz gewissen Zeit mal wieder auf dem Schild geguckt habe, dann habe ich gedacht, was? An der nächsten Kreuzung muss ich, an der nächsten Abfahrt muss ich ja schon abfahren. Ja, das stimmt wirklich. Umso öfter man hinguckt, umso
aber das Gefühl, umso. Oh Gott, dauert ja irgendwie sogar. Tschüss. Oder ich musste auch eine ganze Weile immer noch ca. 100 Kilometer fahren, um meine Tochter zu holen am Wochenende. Freitags abholen, Sonntagabend wieder zurückbringen. Oh, da habe ich auch mal gedacht, meine Fresse, mit wie lange fährst du jetzt hier noch? Aber wenn ich dann meine Tochter abgeholt habe und dann auf den Rückweg. Jo, das verging eigentlich ratzifatzi. Das Blöde war bloß beim Wegbringen, war das nach Rostock buchen, ratzifatzi. Aber wenn er wieder alleine war, keinen zum Unterhalten hatte, da war dann wieder, ist bald zu Hause. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr komisch. Ja, aber jetzt wohnt mein Töchterchen ja wieder in meiner Stadt. Ja, dann ist sie jetzt wieder öfter sehen, brauche nicht mehr rumgucken. Ja, jetzt Wochenende habe ich sie ja wieder. Ich soll mal überreden, dass sie ja auch mal fährt. Aber das wird sie bestimmt nicht machen. So wie ich sie kenne. Ja, ja. Papa, ich will nie. Ich kann auch gar nicht fahren. Na ja, mal sehen, vielleicht kriege ich sie überredet. Aber so ganz ohne andere Autos hier macht es überhaupt keinen Spaß. Gott, so ohne, das ist ja doof. Ach, jetzt hätte ich hier runterfahren können. Kleiner Impuls. Ach man, das ist ja gut. Mal abfahren. Ich glaube, dann fahre ich da ab. Und ja, hier kommt. Ach, den ist wohl ein Kreuz. Ah, das ist ja doof. Wenn ich jetzt wieder stoppe, dann geht ja wieder Geld flöten. Oh nee, das ist ja kacke. Ach, ich würde sagen, ich fahre jetzt diese Strecke hier zu Ende mit dem hier. Ich meine, auch wenn wir hier schon bei 23 Minuten wieder sind, ich glaube, dann mache ich das halt eben mal eine etwas längere Folge. Dann mache ich das mit diesem LKW jetzt zu Ende. Und danach kann die Mutti sich auf diesen Bock springen hier und dann hole ich mein wieder. Weil das ist wirklich vom Klang her, das ist wirklich ein geiles Auto hier. Aber ich hätte ja gegen den anderen. Kommt das näher bei den anderen Motor vielleicht, wenn er so. Dieses Pfeifen, was er hatte, man bremsen oder muss man da eine Einstellung machen? Da muss man nachgucken. Aber das fand ich ja geil damals, wo ich seine Probeding gefahren habe beim schnellen Auftrag. Das fand ich richtig klasse. Diese Geräusche. Ich weiß gar nicht, was ich hier für einen Tank drin habe. Ich glaube, hier habe ich viel bloß einen ganz kleinen, ne? 150, glaube ich, bloß. Ja, das muss für die Mutti erstmal reichen. Punktevergabe mache ich, glaube ich, automatisch, wie beim ETS auch. Weil letztendlich ist es doch egal, welche Punkte als erstes ausgebildet werden, also hier lange Strecken oder was war das andere, Just in Time oder so nicht? Das ist ja eigentlich völlig Latte. Oh, also es ist doch spielintern. Ja, ich sollte mal die Bremse latschen, neu, das kannst du dann. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sich hier bequem auf den Stuhl setzt und nicht weiß, wo das Gaspedal unten ist. Ja. Kling, 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 kling. Aber ich glaube, hier ein bisschen schneller auspushen kann das sein. Dann muss ich doch mal nachgucken, was der hier für ein Motor hat, weil irgendwie mir das gefällt, dass ich schnell ausrüste. Kann aber auch durchschieben.
116 Meilen groß noch. Cool. 115 groß noch. Cool. 114 groß noch. Cool. 113 groß noch. Cool. 112 groß noch. Okay, der braucht den Quatsch. Cool. Ich muss mir mal vorstellen, dass das wirklich mal Gegenden gibt. Es gibt bestimmt Gegenden, wo du so fährst, so wie ich jetzt hier in dem Spiel, und keine Sau von vorne, von hinten. Oh Gottes Willen, das muss doch, ja keine Ahnung was, aber das muss doch, also, geht ja gar nicht. Aber wisst ihr was? Ich ärgere mich schon wieder, dass ich die 400.000 aufgenommen habe. Weil wir jetzt so viel Zinsen zahlen müssen. Aber ich glaube... ach nee. Ach kacke, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ich kleiner Idiot. Bei ETS habe ich nicht die 400.000 aufgenommen. Bei ETS habe ich 4x100.000 aufgenommen. Oh. Wenn ich dann nämlich genug Geld zusammen hatte, hatte ich nämlich den 100.000 immer schon abgezahlt. Und das geht jetzt ja gar nicht. Mist, siehste? Ich hab doch gewusst, dass ich irgendwas falsch mache. Aber jetzt muss ich die Kredit behalten, bis ich wirklich so viel Kohle habe, bis ich die Restsumme abdrücken kann. Das ist ja wirklich. Das ist gar nicht gut. Nein. Das kann ich nicht gutheißen. Deswegen hoffe ich ja mal, dass sie hier ordentlich Kohle reinbringt. Deswegen habe ich auch sie genommen. Weil sie ja schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ne? Ja, ich glaube, es war jetzt ein bisschen früh geblinkt, aber ist egal. Eigentlich wollte ich auch gar nicht blinken. Ja. Ist ja eh keiner da. Stunde Tour draus gemacht, ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, war nicht so schnell wieder mit Kurven, ne? Nicht so wie neulich da, wo ich da eine Kurve totale Schlängel gemacht habe. Das war nicht gut. Ja gut, jetzt brauchen wir auch keine Rast mehr machen. Die 23 kriegen wir auch mal weg. Die 21 nie. Tja. Ja, jetzt habe ich wieder mal aus dem Fenster geguckt. Ich glaube, hier war ich auch noch nie, ne? Zumindest war ich noch nicht auf dem... Ne, auf dem Weg. Hier rechts hier. Ja, ich bin ja auch sowas von clever. Ach, der hätte doch gar nicht hingemusst, kleiner Pilz. Ja, entschuldigt bitte mal, ich musste gerade mal ausnahmsweise wieder an meinem Handy ran. Was man ja eigentlich nicht macht. Aber das musste jetzt mal ganz kurz sein.
So, wo muss ich denn überhaupt hin? Sag mal, muss ich jetzt hier rum? Hier muss ich rauf, ne? Hier muss ich klar. Aber das vorne war doch das Auto. Ach nee, wir haben ja kein Auto hinten drauf. Aha, stimmt. So. Tausig. So, fortfahren. Dann wollen wir noch mal gucken, was unsere da gemacht hat schon. Fahrermanagement war doch hier, ne? Ruht sich aus. Ja, das ist natürlich auch nicht verkehrt, weil das muss man natürlich. Ausruhen ist ganz wichtig. Das natürlich scheiße. Naja, wir gucken mal weiter. Genau, ich würde sagen, ich fahre mal doch mit dem. Nee, ich fahre jetzt nicht mit dem. 556. Ich will jetzt auf den einsteigen. Ja. So, 556 merken wir uns fürs nächste Mal. Ich werde jetzt trotzdem weiter. Ich werde mich ausloggen, mich wieder neu einloggen und dann wieder, ne, und so. Und dann testen wir mal, ob hier sich die Zahl verändert. Wir fahren jetzt wieder den hier oben, 556 merken wir uns und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder.